Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stiffy 2017 im Landwirtschaft. Stiffy 2017? Doch, im Landwirtschaftssimulator 2017, so ist es. Mit mir, der Werner. Hallo, guten Tag, Mahlzeit. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, weil wir heute Mittag ja entdeckt, oder ich habe es, beziehungsweise ein Zuschauer hat es entdeckt und ich habe es einfach nur nachgeguckt. Es ist tatsächlich so, hoppla, das Feld 12 links unten unter dem Händler ist ein Grasfeld, das gehört uns. Das ist sehr, sehr cool. Das habe ich nicht gewusst. Also ich habe gewusst, dass uns ein Feld fehlt. Und zwar da, wo jetzt der Schafhof und der Kuhhof draufstehen, ne? Oder die Schafweide und die Kuhweide, ist ja egal wie, ne? Dass die zwei Sachen stehen auf alle Fälle jetzt auf dem früheren, unter Anführungszeichen, Feld 12. Und das Feld 12 wurde jetzt zum Händler verlegt. Das ist so eine kleine Grasfläche, die jetzt uns gehört. Hochoffiziell. Das heißt, wir könnten da unten Schafwanderer treiben, so viel wir wollen. Uns kann einfach niemand was. Und das ist sehr, sehr cool. Das heißt, wir werden aber die Wiese, werden wir uns gleich angucken. Weil wir, wenn ich jetzt mit dem Striegeln durch bin, werde ich den Striegler auf einem anderen Feld ansetzen. Mit Helfer aber. Weil ich habe euch ja versprochen, dass wir die Ballen ansammeln. Und das werden wir natürlich gleich machen. Aber da brauche ich natürlich noch eine Zange für. Und die müssen wir uns natürlich vor beim Händler kaufen. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich einen wunderschönen Case gleich schnappen. Nicht immer Fendt. Ich weiß, ein paar von euch stehen komplett auf dem Fendt. Auf den Case. Ist auch ein super Traktor. Der Case gibt es gar nichts. Und da werden wir uns dann gleich einen Greifer organisieren oder eine Zange und dann werden wir die 4-5 Grasballen, die wir haben, werden wir abholen und bei dieser Gelegenheit, wenn wir schon da unten sind auf der Map, gucken wir uns gleich an, wie es aussieht mit den Feld 12. Ne? So sieht der Plan aus. Ich habe da heute schon wieder übelste Probleme. Ne? Übelste. Bei uns hat es geschneit. Das glaubt, die meisten von euch wissen ja, dass ich aus Österreich komme, ne? Und ich komme aus der bergigen Region Österreichs, aus Tirol. So. Und wenn bei uns ein bisschen Regen ist und 0 Grad, dann ist Land unter. Das heißt, hier wird Schnee runterkommen, das hast du nicht gesehen. Und der erste Schnee ist immer so ein bisschen für die Einheimischen, also für uns, gar kein Problem, wir kennen das nicht anders, ne? Aber dann kommen halt die Touristen, meistens aus der nördlichen Region, Deutschland, und meint einfach mal mit Sommerreifen hier über die Autobahn zu fahren. Ja, nicht sehr weit, nicht sehr lange und dann, ja, ist ein Problem da, aber, ja, so ist es halt. Alle Jahre wieder, ne, wie man so schön sagt, alle Jahre wieder. So, okay. Ah, ich habe noch zwei, drei Kommentare gesehen, die ich noch vorlesen wollte, habe ich heute Mittag nicht geschafft. Jetzt aber vielleicht. Werner, welche Version der Karte ist das mit den Schweinen am Hof? Nick Brandau. Nick, das dürfte die Version 1.2 sein. Ich kann es jetzt aber nicht genau sagen. Es war eine der ersten Versionen. Nicht die ganz erste, sondern die zweite. Deswegen glaube ich 1.2. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir die auch behalten. Ich weiß, dass es mittlerweile eine neuere Version gibt. Die gefallen mir aber nicht so. Deswegen, ich habe mir die 1.2 behalten. Ne? Deswegen, ja, 1.2. Wenn du die 1.2 haben möchtest, von mir gibt keine Mods. Na, das sage ich jetzt nochmal. Von mir gibt es keine Mods. Schreibt den Modder an, sagt ihm, ey, ich habe die 1.2 mehr gefeiert. Kannst du mir bitte die 1.2 irgendwo hochladen? Wird er wahrscheinlich nicht nein sagen, weil er hat sie sowieso auf seiner Platte, ne? Und. Aber ich glaube, zu 90% das ist die 1.2-Version. Dann der Hasrik 543 hat geschrieben: Hi Werner, verkauf bitte einen Kipper, weil du. Was? Weil. 3 zu viele sind und zum Beispiel der Joskin noch nie benutzt hast. Das ist jetzt natürlich, das sind Kommentare von gestern, das kannst du natürlich nicht wissen. Aber wir haben ihn heute benutzt, aber du hast recht, natürlich. Und ich werde den Standard-Kipper, der am Anfang bei war, diesen Drehschemel, den werde ich verkaufen, weil wir haben noch den Krüger Argoliner und den Joskin und das reicht eigentlich. Da hast du vollkommen recht, dass nicht so viele Maschinen im Hof rumstehen sollten. Der wird bald verkauft. Vielleicht bekommen wir den jetzt mit dem Ballenanhänger. Weiß ich nicht, ob wir das so schaffen. Mit zwei Drehschirmen ist ein bisschen... Aber wir gucken gleich mal. So, Thomas Reuter. Werner, woher kommst du aus Steiermark oder Tirol etc.? Ich komme aus Tirol. Ich komme aus Tirol. Zentral-Tirol, wenn man das so sagen kann. Die Eingefleischten wissen, woher das ist. Mitte. So, Kim Heinz. Hi Werner, Top-Video. Hab alle Videos von Stiffy von dir geguckt. Weiter so. Dankeschön, das ist wirklich sehr, sehr nett. Das freut mich auch wirklich sehr extrem. Und das ist eigentlich Motivation pur. Wenn man sowas liest, freut mich das umso mehr. So.
Gutes, was? John Deere. Gutes Video, mach weiter so. Ich danke dir. Auch dir, danke, danke, danke. Sehr, sehr nett von euch. Das freut mich wirklich extrem. So, dann hat geschrieben, der Schrottplatz. Oh, jetzt geht's wieder los. Moment, jetzt müssen wir aufpassen. Das wird eine lange Angelegenheit. Moment, Moment. Habe ich den... Ach, ich... Oh, ich sollte ihn gleich zusammenklappen. Könnte man machen, da wird man nicht am Zaun hängen bleiben, habe ich gehört. Ist aber nur eine Vermutung. So. So. Der Schrottplatz. Jetzt, aufpassen bitte. Kannst du offline fertig sehen? Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Dankeschön erstmal dafür. Bei mir im Spiel kommen keine See- und Grover-Missionen. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Habe aber eben gerade auf dem Feld 5 Zuckerrüben für den Nachbarn gerodet und dafür 138.000 und einen Zeitbonus von 132.000 bekommen. Für 3 Stunden zocken ist echt Hammer. Gruß, der Schrottplatz. Das ist allerdings richtig. Das sind ja... Buh, das ist ja richtig viel Holz. Das sind 270.000. Alter Falter. So, Tim Brauner. Kriegt man noch die Micmap LS15 vom René? Frag sie an. Ich würde aber schon sagen, also Anfragen auf alle Fälle, Forbidden Mods, ne? Anfragen und dann wird das wahrscheinlich nicht das Problem sein, dass du sie bekommst. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dann machen wir gleich mal später weiter. Was, da steht noch was... Werner, kauft dir bitte keinen... Da steht explizit keinen JCB. Der ist zwar schnell, bringt aber kaum Leistung auf dem Acker. Und JCB wird deutsch aus... Also, JCB, sorry. Wow, und JCB wird deutsch ausgesprochen. Bing. Okay. Tut mir leid. Woher soll ich denn das wissen? Das sind alles Sachen, die kann ich gar nicht wissen. Das ist nicht mein Genre. Also es ist schon mein Genre, aber... Das weiß ich halt einfach nicht. Tut mir leid. So, und jetzt werden wir sehen, dass die Pflegebereifung gar nichts ausmacht hier, weil... wie gesagt, schon öfter gesagt, ich sag's sogar nochmal, die Pflegebereifung hat den Vorteil, dass man beim... beim Düngen keine Spuren hinterlässt. Also im Sinne von Fahrspuren. So, das sollte auch was bringen. Moment. Yes, sehr schön. Dann juckeln wir nochmal über die 19 drüber, die 24 und dann läuft das. Okay, so, wir brauchen jetzt dieses wunderschöne Gefährt hier. Wie gesagt, den müsste man mitnehmen, jetzt zum Verkauf. Ne, wir haben mal den großen hier. Und dann müsste man noch mitnehmen den Ballenanhänger. Ah, gucken wir mal, ob da wirklich beides rangeht jetzt. Muss man mal schauen. Also es geht beides ran, technisch, ne? Aber ob das jetzt wirklich so, ob ich das schaffe, das ist die andere Frage. Ich könnte natürlich auch sagen, und das seht ihr in der nächsten Folge, aber so einer bin ich nicht. Deswegen, wir machen das jetzt gleich. Ne, kennt ihr die YouTuber, die sagen, und bei 1000 Likes gucken wir uns dann das nächste Mal an, ob es passiert. Ist auch egal, wenn es dann 600 sind, das Video kommt sowieso, ne? Da sind so Kandidaten. Ah, das hört sich auch doof jetzt, ne? Das ist echt doof. Natürlich geil, wenn ich jetzt diese Gabel auf den Hänger laden könnte. Ach, ist egal. Ist egal. Man kann nicht alles haben im Bib. Ich hätte nämlich die Idee gehabt, dass ich die Gabel jetzt auf den Hänger packe, dann gut drüber werfe, was nicht funktioniert. Weil die Gabel wird nicht als so ein Objekt anerkannt. Das ist eigentlich kompletter Quatsch, ist aber ja, gut, ist es halt leider so. Und dann hätte ich eben beide Aufsätze, also dann hätte ich eben diesen Aufsatz mitgenommen, weil wir haben noch einige Paletten beim Händler stehen, die ich gleich mitgenommen hätte. Und die 5 Ballen, die wir gepresst hätten. So, jetzt muss ich Luft holen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Ich hoffe, dass das einigermaßen deutsch ausgesprochen ist oder dass die Bedeutung von dem, was ich gerade gesprochen habe, klar ist. So, ich mache das immer von innen, weil es läuft einfach von innen so viel besser. Dreh ich eben rückwärts. Ist eine Sache, die man eigentlich sehr, sehr schlecht von außen macht. Meines Erachtens zumindest. Negativer Effekt hierbei ist natürlich, dass ich nicht sehe, wo der Hänger hinten ist. Aber das kann man ungefähr schätzen. Aber ich bin nicht sehr gut im Schätzen, das wisst ihr vielleicht. Wie sieht... Oh, das sieht aber nicht so schlecht aus, ne? Nochmal vorfahren, das auf alle Fälle. Aber ich kann ihn schon mal ein bisschen präziser ausrichten, sodass wir dann weiter weg vom Agro-Liner kommen. Ne? So hatte ich das ungefähr angepeilt. So. Und dann haben wir den auch noch dran, ne? Sehr schön. Da haben wir ein langes Gespann heute dran, ohne Witz. Aber das nützt nichts. Wir müssen nämlich los. Wir müssen nämlich die Ballen holen. Oder zumindest damit anfangen. Ich weiß nicht, ob wir es so fertig schaffen.
Wir haben sehr, sehr lange Anhänger. Das heißt, Rundumleuchte ist Pflicht. Und dann gucken wir mal, ob wir ihn heute noch ankommen. Natürlich, erste Station ist Händler. Zweite Station ist Feld 12. Und dritte Station ist diese Randstreifen, wo wir dann die Balken mitnehmen möchten. Und gucken möchten, ob das dann wirklich mit den Stricken so gut funktioniert hier auf dieser, mit diesen Sachen. Haben wir schon eine Meldung bekommen, dass der Helfer fertig ist? Ich glaube nicht. Nee, haben wir nicht. Okay. So. Ich habe schon Gerüchte gehört, dass die erste Holthausen draußen ist, ne? Die erste Holthausen für LS17 ist draußen, aber die soll wohl unendlich viele Arrows haben. Deswegen habe ich mir die gar nicht runtergeladen, sondern ich warte erstmal drauf, dass die vernünftig gemacht wird. Und dann kann man sich die Holthausen sehr, sehr gerne angucken. Holthausen ist damals ist eines der Startprojekte gewesen auf unserem Kanal. Damals im LS15 hat der Kollege Boxrash ein Community-Projekt gemacht auf der Holthausen. Das war eines der ersten Projekte hier auf diesem Kanal. Diese fixen Projekte, sage ich mal, wo wirklich regelmäßig eine Folge kam, ne? Das war so ein Startschuss, deswegen wollte ich mir die auf alle Fälle angucken. Und ja, ich habe eine Nachricht bekommen von irgendjemandem, der hat sich genannt Meier Peter, so ein random Name halt, ne? Ganz klar. Der hat geschrieben, Werner, hat geschrieben, ohne Witz, hat geschrieben, Werner, ich kann dir die schöne Bag besorgen, was wäre das denn wert? Da habe ich ihm zugeschrieben, weißt du was, behalte deine schöne Bag. Ich weiß, ich kenne 3-4 Leute, die sie schon spielen, aber ich bin ehrlich gesagt nicht heiß drauf. Wenn ich sie bekomme, ja geil, ich gucke mir sie auf alle Fälle an, vielleicht spiele ich auch ein bisschen drauf, aber nicht unter Voraussetzungen wie, was wäre das denn wert? Das juckelt mich gar nicht, aber null die Bohne, wirklich nicht. Also das kann man gar nicht in Worte fassen, wie mich das interessiert. Ich glaube schon, dass die schöne Böck eine geile Karte ist, auch für den 17er, gar keine Frage, aber nicht unter diesen Voraussetzungen. Da bin ich wirklich ehrlich zu euch, nicht unter diesen Voraussetzungen. So, verabschieden wir uns noch von unserem Hänger Metalltech. So. Dann fahren wir einmal rum um den Block. Und dann kaufen wir uns noch eine Ballenzange. Ja, ich glaube, ich nehme als erstes jetzt die Zange mit. Und dann in weiterer Reihenfolge werden wir dann noch irgendwann mal eine Gabel oder einen Ballenspieß kaufen. So. Achso, Moment, lass mich zuerst das verkaufen. Stimmt, hatte ich fast vergessen. Und zwar, für den werden wir nicht viel bekommen. 2000, guck an. Läuft. Okay, aber wieder mal etwas weniger. So, sag mir jetzt, das ist ein Ballen... Ja, gut, sehr gut. Folienballengabel. Was? Rollenballengabel? Die haben auch Namen, ne? Ballenspiel. Den habe ich auch mit reingenommen. Ist so ein Mod. Misty ist sehr sympathisch. Ich möchte sie aber in einer geilen Farbe haben. Ich möchte sie in gelb. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf, auf eine gelben Ballenzange. Fresh. Sieht ein bisschen... Was? Von hier aus sieht es etwas glasgrün aus. Naja. Egal. Farben sind auch einigermaßen verfälscht. So. Wie gesagt, ankuppeln, das ankuppeln, das ankuppeln und dann fahren wir noch auf Feld 12. Gucken wir uns an, was für eine wunderschöne Wiese wir eigentlich haben. Und dann schauen wir weiter. So. So, das Feld 12 war, glaube ich, hinten rum, ne? Gut, wir fahren hinten raus und dann gucken wir uns das gleich mal an. Kann ja nicht sein, dass mir das hier nicht gesagt wird. Hat er gerade Hallo gesagt am Gehsteig? Ich glaube schon. Am Bürgersteig. Bürgersteig heißt das. Bei euch, sorry. So. Lass mal schauen, das Feld. Das wird wahrscheinlich einfach so ein, weiß nicht, so ein kleines Grundstück sein, wo einfach nur ein bisschen Gras drauf ist. Ganz herzlos und lieblos. Oh. Ist es das? Ach, das ist alles, ne? Ja, wow, das ist ja nicht schlecht. Die Bäume müsste man vielleicht wegmachen, dann haben wir ein richtig geiles Feld. Oder? Was sagt ihr dazu? Ja, das gefällt mir tatsächlich. Das ist schön. Wie gesagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bäume weg. Und dann haben wir hier eine richtig schöne Fläche. Ich glaube, die können wir auch komplett wegmachen, ne? Mit Baumsturmfräse, alles drum und dran. Hey, das wäre sogar eine richtig geile Aktion, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das so haben möchtet. Bäume weg und dann haben wir eine schöne Wiese hier. Oder? Da kann man die auch schön mit dem Helfer bearbeiten lassen, theoretisch.
Nice, gefällt mir. Oh, vielleicht sind es auch zwei, drei Bäume mehr. Das ist ja auch egal, weil wir können hier uns auch... Weiß ich nicht, vielleicht mieten wir uns auch eine Kleinigkeit, damit das gleich schnell von dannen ist. Und dann boah, ist es halt so. Weiß ich nicht. Entscheidet, ja, wir können gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Könnt ihr gerne reinschreiben. Wir können uns auch gerne einmal so ein Monster mieten für, weiß ich nicht, einmal, ne? Und dann machen wir die 5, 6, 7, 8, 9, ist auch egal, wenn 10 Bäume sind, dann machen wir weg und verkaufen wir und fertig. Weil zum Abtransport habe ich bestimmt, kann ich bestimmt irgendwas verwenden von den Hängern, die ich habe. Vielleicht auch den Joskin. Stellen wir kleine Stücke und dann wird das einfach reingehäckselt. Ist ja auch komplett egal eigentlich. Wo ist denn mein Feld? Also wo ist denn eigentlich das Feld, das ich jetzt vorher... Ach, hier rein, okay. Moin. Gut, liebe Leute, wir müssen das Ballenverladen auf morgen verschieben. Tut mir heute sehr leid, aber ist halt so, ne? Könnt ihr mir aber... Ich würde gerne wissen von euch, was ihr davon haltet, dass wir die Bäume wegmachen. Natürlich die auch verkaufen, damit wir auch Geld bekommen und so weiter und so fort. Und dass wir dann das als schöne Grasfläche verwenden, das Feld 12, weil es ist wirklich schöner und größer als gedacht. Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen. Würde mir sehr viel bedeuten, würde mir sehr, sehr helfen auf alle Fälle. Und ja, morgen geht es dann in alter Frische weiter. Hoffentlich. Und wie gesagt, Vorschläge zum Thema Bäume fällen gerne in den Kommentarbereich. Auch welche Geräte ihr da sehen möchtet. Also ich gebe mal jetzt einen ganz kurzen Tipp. Wir werden keinen Hackschnitzel machen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Kein Hackschnitzel. Wir können meinetwegen. Lass mal jetzt einfach mal... 20.000 kostet der Miete, da ist es gleich erledigt. Also sowas würde ich mir, ich würde auch eine Kettensäge holen und vielleicht so einen Anhänger und dann würde man das einfach wegmachen. Schreibt es in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen drüber und bis morgen. Macht's gut, ciao, ciao.